Steinway baute sein erstes Klavier in der Küche seines Heims in der deutschen Stadt Siesen. Damals war er noch als Heinrich Engelhard Steinweg bekannt. Heinrich Steinweg wanderte im Jahr 1851 gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern in die Vereinigten Staaten aus. Zu jener Zeit verließen viele Menschen Deutschland aus politischen Gründen. Bald nach seiner Ankunft änderte Steinweg seinen Namen und begründete Steinway & Sons. Die erste Werkstätte des Unternehmens befand sich in der Warwick Street. Innerhalb von 10 Jahren eröffnete Steinway in der East 14th Street in der Nähe des Union Square einen Konzertsaal sowie ein neues Geschäft. Die im Jahr 1866 eröffnete Steinway Hall bot Platz für 2000 Zuschauer. Hier trat die New York Philharmonic auf, bis sie im Jahr 1891 in die Carnegie Hall umzog. Im Jahr 1925 eröffnete Steinway & Sons ein neues Stammhaus in der 57th Street. Das Geschäft in der 14th Street wurde geschlossen. Whitney Warren und Charles Wetmore gestalteten die neue Steinway Hall. Sie gingen später als die Architekten des New Yorker Grand Central Terminal Bahnhofs in die Geschichte ein. Das Gebäude in der 57th Street fungiert heutzutage weiterhin als Stammhaus. Es beherbergt sowohl ein Geschäft wie auch einen Konzertsaal und ein Museum. Dieses New Yorker Wahrzeichen im Beaux-Arts-Stil besteht aus einer zweistöckigen Rotunde, auf deren Wände der in Deutschland geborene Künstler Paul Arndt Szenen malte, die den Einfluss der Musik auf die Menschen darstellten. Von der Rotunde hängt ein über 100 Jahre alter Kristallkronleuchter aus Wien. Amerikanische Künstler fertigten die Ölmalereien an den Wänden, die berühmte Komponisten wie Mozart und Wagner zeigen. In einer Galerie finden sich Erinnerungsstücke aus der Geschichte des Unternehmens sowie maßstabgetreue Modelle von historischen Steinway-Klavieren. Heutzutage finden in der Steinway Hall weiterhin Aufführungen mit weltbekannten Künstlern statt, die hier das perfekte Klavier für ihre hohen Bedürfnisse finden.